Bei unserem Eintreffen brannten zwei PKWs im vorderen Bereich im Vollbrand. Wir sind insgesamt mit 5 Fahrzeugen und 16 Beamten hier vor Ort. Wir haben als Löschmaßnahmen 2 C-Rohre vorgenommen und insgesamt 4 Pressluftatmer und die Brände somit abgelöscht. Wenn dahinter ein Gebäude gestanden hätte oder keine Betonwand gestanden hätte, dann hätte es zu einer Brandausbreitung kommen können, aber in dem Fall war alles sicher. Das weitere Vorgehen fort ist, dass wir die Nachlöscharbeiten durchführen, die Einsatzstelle die Polizei übergeben, die dann im weiteren Verlauf ein Abschleppunternehmen organisieren und die Fahrzeuge dann sicherstellen. Wir haben alles.